So, hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Mystery Unboxing, unerwarteterweise. Ja, ich hatte vor ein paar Tagen eine E-Mail von Frank und Sandra, offenbar zwei Zuschauer, die gesagt haben, wir möchten dir ein klein bisschen was schicken. Und es ist das hier angekommen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was hier jetzt drin ist. Ja, aber wir packen das jetzt aus. Oder ich packe das jetzt aus. Merke gerade, ich habe vergessen, die Adresse unkenntlich zu machen. Naja, wir werden das schon irgendwie hinkriegen, denke ich mal. Ne? Einmal hier. Hutsch. Na komm, einmal hier. Und einmal oben rüber. Das müsste es gewesen sein. Oder? Oder? Braucht doch nochmal. Eine Stelle habe ich nicht erwischt. So, jetzt. Ah ja, ein Brieflein. So, aber zur Seite damit. Oh, das ist jetzt natürlich ein bisschen, warte. Ich muss jetzt mal hier ein bisschen versuchen, irgendwas hinzustellen, dass ich das da draufstellen kann. Passt? Wackel? Da hat Luft. Gut, Achtung. Umbiegen. In die Richtung umbiegen. Tisch ist im Weg. So. Bist du alt für den Scheiß? So. Hört ihr mich noch? Schick noch aus? Schick noch aus. Hier haben wir ein Brieflein. Da sind jetzt die ganzen Sachen, die kann ich nicht sehen. Die sind alle eingepackt in so. Zeige ich euch gleich. Also hier steht: Hallo Tommy, wir wünschen dir viel Spaß beim Auspacken. Bleib wie du bist. Liebe Grüße, Sandra und Frank. Ja, ich werde bleiben wie ich bin. Naja, okay, nicht ganz. So. Erstmal haben wir hier einen Einzelfilm. Der ist pink. Also ich sehe nur die Rückseite. Also pass auf, ich mache das mal so. So sehe ich den. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Film ist. Immer noch nicht. Und zwar ist es. Was ist das? Was ist das? Was zur Hölle ist das? Das ist Englisch, okay? Part WWE SmackDown, Part Saturday Night Live Sketch. Kaiju Big Battle. Das geht ja los, ey. Ich weiß gar nicht, wo ich die jetzt lassen soll, aber ich muss mich hier mal ein bisschen hier rumstapeln. Vielleicht kann ich das da erstmal hinstapeln. So. So, jetzt kommen hier immer so eine. Pass auf. Ja, ich hol die mal einzeln raus. Die sind, ne? Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Ich konnte es jetzt auch bisher noch nicht sehen. Mehr sehe ich nicht. Ich sehe nur diese Dinger da. Insgesamt sind es fünf. So, wir gucken jetzt. Ich greife ja so rein. Ich mache die unter den Tisch hier. Und dann... Ach du Scheiße. Tom und Jerry. The Classic Collection. Was? 1 bis 6 oder 8. Ich kann es nicht genau lesen. Ich bin zu blind gerade. Okay, weiter. Jo, das ist der nächste Teil. Hey, was ist das anderes? Was ist das? Was ist das? Feuerwerk am helllichten Tage. Asiatisch irgendwas. Ja, okay, asiatisch kann immer was sein. Sieht ein bisschen nach Drama aus. Muss ich mal gucken. Und dann haben wir hier Watchmen. Habe ich halt schon. Ne? Was? Digital Copy Special Edition. Was ist denn daran jetzt wieder special? Da muss ich mal gucken. Und, ah, geil, Spaghetti Man, habe ich leider doppelt, ne? Ja, ich mache das jetzt mal so, falls ihr mal Verkaufsvideo gesehen habt und jetzt dieses Mystery Unboxing hier seht, die doppelten Sachen könnt ihr dann auch kaufen gleich, ja, fließen damit ein, so, ich glaube, die beiden haben da kein Problem mit, oder? Hoffe ich doch, sonst müsst ihr es in die Kommentare schreiben oder mir eine E-Mail, ne, das fällt ja alles um, ich muss das oben raufstellen. Junge, ist das kompliziert hier jedes Mal. Ich brauche hier irgendwie einen Zweittisch, wo ich die Sachen raufstellen kann, glaube ich. So ist. Muss ich immer da hinten hingreifen. So, und dann Tisch. Aufknüdeln. So, haben wir den ersten. Oh ja. The Good, the Bad and the Weird. Ist ebenfalls doppelt. Ich hatte den bis heute, glaube ich, noch nicht gesehen. Ich habe den aber schon da. Irgendwo liegt der rum. Ja. Danke dafür, aber cool. Wenn ich den jetzt noch nicht hätte, würde ich mich sehr freuen. Der soll nämlich sehr gut sein. Das ist, glaube ich, ein Koreaner, ne? Dann. Aha, okay.
Train to Busan. Den zweiten Teil habe ich mir ja neulich mal geholt. Jetzt habe ich mir vergessen, wie der heißt. Peninsula, ne? Und das ist, glaube ich, der erste, richtig? Ja. Habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Ich meine, ich habe die nicht gesehen. War mir, glaube ich, zu overhyped damals. Dann. Deliver Us from Evil. Den habe ich dann jetzt doppelt. Ja, also ist abzugeben. Habe ich auch noch nicht gesehen. Auch noch nicht angeguckt bisher. Dann. Oh. Portrait of a Gangster. Auch wieder so ein Asia-Kram. Ja, wenn das denn so ein Yakuza-Kram ist, dann interessiert mich das ja schon. Ich kann nur mit diesen ganzen Italo-Mafia-Scheiße, kann ich nichts mit anfangen. Ich bin dann Team Yakuza. So, dann. Ey, Invisible Target mit Jackie Chans Sohn hier. Wie heißt der nochmal? Steht das nicht drauf? Da oben steht nur Chan. Ja, okay, das ist er hier. Hier, da, wo ich mit dem Ringfinger jetzt... ja, der da oben schreit da. Das ist der Sohn von Jackie Chan. Habe ich leider auch schon. Geiler Film. Cool. Coole Action drin. So. Die Story war, glaube ich, ein bisschen konfus, so ein bisschen wehr. Aber es ist ja bei vielen Asia-Filmen manchmal so. So, dann. Okay, den kenne ich gar nicht. Gegen alle Regeln. Die Schauspieler kenne ich auch nicht, aber gut. Bad Boys Hong Kong. Keine Ahnung. Ja, geil. Asia-Filme gehen immer. Das geht eigentlich wirklich immer. Also es gibt eine ganz kleine Prozentzahl Asia-Filme, die ich bisher gesehen habe, wo ich sagen kann, oh nee, der war jetzt aber echt scheiße. Entweder sind die nervig vom Humor her, ja, oder diese richtigen reinen Dramen und Liebesdinger, da bin ich dann auch wieder ein bisschen raus. Ne? Oh, nächster. Packen. Und wieder auf den Tisch. So. Oh Gott. Marvel's Avengers. Ja, ich hab die ja noch alle. Die Marvel-Dinger, die... Ich habe ja mal diesen Marathon gemacht, ne? Die habe ich alle noch da, die sagen. Jo, es geht jetzt hier weiter. Age of Ultron. Civil War. First Avenger. Hä? Return of the First Avenger. Return of the First Avenger? Hab ich den gesehen? Das muss ich ja immer recherchieren. Doctor Strange und, oh, noch zwei auf Blu-ray. Iron Man 2 und, nee, noch weiter. Was ist das denn? Das kommt sein gleich. Ant-Man, oh, das ist aber schon unten ganz schön zerrockt. Und was ist das? Ah, nee, ist auch ein Blu-ray. Ja, Thor, hier Ragnarök, ne? So. Was war das? Nächste. Oh, der ist mal, oh, da muss ich meine Hände rein. Junge, warum ist das so schwer? Oh. Oh. Was zur Hölle? Was kommt denn jetzt? Warte. Ah ja, Stildinger, ne? Chaser habe ich in genau dieser Edition. Das ist ein düsterer Thriller. Düsterer Crime-Kram. Auch ein Asiate. Auch wieder so ein Stil. Genau. Oh, was ist das denn? Police Tactical Unit. PTU. PTU. Kenn ich überhaupt nicht. Sagt mir nichts. Auch wieder Asia. Sehr schön. Dann nochmal Stahl oder was? Nee, ist normal. Shiri. Geil. Geiler Film. Habe ich aber auch schon. Ja, das ist so einer der ersten, als ich dann richtig diesen Hype auf Asia-Filme gewonnen habe. Zusammen mit Joint Security Area. Auch ein geiler koreanischer Film. Oder, wie heißt der nochmal? Yesterday? Ich glaube, der heißt Yesterday, ne? Und 2009 und so Sachen. Da gab es, also, habe ich alle da. Geile Scheiße. Das soll alles da hinten dann stehen. Also hier hinter mir wird wohl die Asia-Wand dann irgendwie kommen. Oder ich meddle da den ganzen Lovecraft-Kram hin und da dann Asia. Das weiß ich noch nicht. Art of Revenge. Noch nie gesehen. Sieht aber auch nice aus. Sieht interessant aus. Sogar ab 18. Okay. Ich mache hier viel zu große Stapel. Dann, was ist das? Huch. Bruce Lee, Rache ohne Gesetz. Offenbar Bruceploitation, ja. Uncut, das ist gut. Das ist gut. Ich mag Bruceploitation, weil das erinnert mich dann wieder, das ich habe schon tausendmal erzählt, ne, an die Tage mit meiner Oma, ne. Wir haben ja immer Bruce Lee-Filme geguckt, wo kaum Bruce Lee dabei war oder gar nicht. Und meine Oma hat immer gerufen: Ja, los, hau ihn kaputt! So geil. Oh, hauaha. Das Todeslied der Shaolin. Ist das nicht so ein richtiger Klassiker? Ja, Jimmy Wang Yu. Okay, da bin ich mal gespannt.
Die Asia-Welle kommt ja. Vielleicht mache ich noch mal ein paar Filme drauf, ne? Die kommen gar nicht mehr ran an die Dinger hier. So oft ist das hier umwickelt. Achso, sie sind noch mal extra umwickelt. Soll ich mir die aufheben? Ich heb mir die extra umwickelten einfach mal auf. Was ich so rein nach Gefühl. So, dann kommen wir jetzt hier noch zu den Stapel. Achso, das sind auch so zwei aufeinander liegende. Nimm mal jetzt mal den hier. Oh, den kenne ich nicht. Moment mal. Es gibt nämlich einen Grund, warum ich den nicht kenne. Fatal Move mit Sammo Hung, glaube ich, ist der. Und den gibt es aber auch gekürzt. Und der ist hier ab 18. Das könnte sein, dass der die ungekürzte Fassung ist. Ich habe den nämlich mal gekauft in der Videothek. Und ich meine, das war eine 16er-Version. Und sehe zu Hause, oh, der ist geschnitten. Ja, irgendwie sowas war da. Ich muss da mal recherchieren. So, dann. Tell me something. Ein Hardcore-Thriller. Hardcore-Thriller. Aber auch wieder Asia. Geil, das Paket ist ja richtig geil hier. Ist ja voll interessant. Was haben wir hier? Ja, geil. Bangkok Dangerous, das Original, ne? Der ist mega. Den habe ich aber auch schon. Und ich habe auch mit dem Typen da und dem, ich glaube auch vom gleichen Regisseur noch diesen anderen, ich weiß aber nicht, wie der heißt, mit diesem Pärchen, die sollen da im Auftrag von so Yakuzas Drogen verticken und von dem Geld machen sie sich einfach ein schönes Leben, statt das abzugeben, wo sie hin, ne? Also, so, wisst ihr, wie ich meine? Und dann werden sie halt gejagt. Und dann rasselt er nachher am Ende total aus und macht die jetzt Leute platt da. Irgendwie sowas war da. Muss ich mal wieder angucken. Wie hieß denn der nochmal? Komme nicht drauf. Egal. Was ist das? Ja, den habe ich auch. Slow Fade. Das ist, glaube ich, nur ab 16, ne? Ja. Das ist nur ab 16. Habe ich noch nicht gesehen. Ich glaube, ich habe den noch nicht. Ich habe den doppelt, aber noch nicht gesehen. Dann haben wir hier noch Bong Joon-ho, the Host. Mother. Was ist das denn? Räumt da die Oma auf oder was? Okay. Nee, warte, hier, guck mal. Da ist ja noch einer. Komm her. Wickel, wickel, wickel. So. Todesgriff der Shaolin. Shaw Brothers. Des Shaolin, Entschuldigung. Schon tada, ey. Das tödliche Erbe der Shaolin. Das Problem ist halt meistens, ich muss halt recherchieren. Tut mir leid, aber wenn die Dinger geschnitten sind, in Gewaltszenen, dann gucke ich mir die eigentlich nicht an. Wenn das nur irgendein Handlungsquatsch ist, irgendein Liebesgeschwülste, ja, dann kann ich schon drauf verzichten. Ist auch scheiße, weil was fehlt. Ja, aber ja. Wenn ein Action fehlt, ist immer ein bisschen scheiße. Police Force, das sieht ja sehr bootleggy aus hier. Das ist ein Bootleg, oder nicht? Das sind doch Bootlegs. Oder? Guck mal. Kein Strichcode, nichts. Kein Label, nichts. Police Force. Und dann da unten hingeschissen der Schriftzug. Junge. Okay. Ich recherchiere gleich mal ein bisschen. So, dann haben wir hier noch. Sieht auch wieder so komisch aus. Nee, der hat Strichquoten alles. Was ist das denn? Die Rache des Karateka. Ja, geil. Ich liebe so eine Scheiße. Ohne Scheiß. Wenn das umgekürzt ist. Geht mich nicht auf. Doch, ab 16. Macht ja nicht. Auch Shaw Brothers sehe ich gerade. Es gibt ja auch 16er Filme, die umgekürzt sind, klar. Dann mag ich. Ich liebe das, diese Asia-Scheiße. Ohne Quatsch. Ich mag das total. So, jetzt haben wir hier noch irgendwas und dann sind wir durch. Die ist beinahe geluschert. Eins, zwei, drei Dinger noch. So, pass auf. Was ist das? Was? All Night Long. So. Ist auch wieder nach Splatter-Gore-Kram. Also ist das irgendwie so Richtung Guinea-Pig-Krams oder so? Offensive, Vicious, Nihilistic, Extreme. Das ist wieder so ein Gore-Kram. Das sieht auch so aus. Das ist der zweite Teil, oder was? All Night Long 2. Ja, sieht sehr explizit aus. Ne? Und gibt es noch einen dritten? Es gibt noch einen dritten. Keine Ahnung, was das dann ist. Ja. Ob das nur stumpfes Gegore und Gematsche ist oder ob es auch Story liefert, das werde ich dann ja sehen. Ja. Große Stapel mit Asia-Kram. Super. Super geil. Da freue ich mich wirklich, wirklich sehr. Das interessiert bestimmt auch den Asia-Marv. Vielleicht kannst du mir jetzt zu dem einen oder anderen hier in die Kommentare was schreiben. Oder als Privatnachricht, wenn dir das lieber ist. Ne? So.
Dann bin ich jetzt auch fertig. Ich muss mich auch ein bisschen sputen. Deswegen habe ich jetzt auch leider ein bisschen gerusht gemacht, denn ich habe gleich hier Arbeit. Ich bedanke mich bei euch beiden auf jeden Fall für das tolle Paket. Wirklich geil. Sehr, 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 sehr geil. Okay, gut, es waren jetzt natürlich auch ein paar Sachen dabei, die doppelt sind, ne? Und diese ganzen Marvel-Sachen und so, ja. Aber vielleicht kann ich da jemand anderem eine Freude machen. Also ihr habt ja gesehen jetzt, wo ich sage, ja, habe ich schon. Da könnt ihr dann von mir aus gerne auch drauf bieten im Verkaufsvideo, das ich jetzt ja, gerade eben vor dem Video hier gemacht habe. Ne? Wenn ihr möchtet. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Dann freut sich vielleicht mein Vater oder so. Mal gucken. So, alles klar. Dann habt alle noch einen schönen Mittwoch, einen restlichen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, was immer so noch sein wird. Das werdet ihr dann ja sehen, denn ich erwarte tatsächlich noch ein bisschen was anderes. Das geht aber erst heute raus und kommt dann irgendwann bei mir an. Ne? Also ihr werdet es ja dann sehen, was als nächstes passiert hier auf dem Kanal. Bis dahin viel Spaß, was auch mich als anderes als nächstes schaut. Und wie immer, farewell.